Martin kann da besser sprechen. Aber jetzt nicht, ne? Nee, jetzt was soll ich jetzt sagen? Morgen, heute ist ein Tag nach gestern, mal wieder. Wir sagen den Tag nachher noch. Ja, wir wollten eigentlich jetzt einmal das Ergebnis von Martin zeigen. Wie es jetzt heute aussieht, ist halt ein bisschen... Doch, ja, ist ein bisschen nachgesagt, ne? Aber das ist ja... Man sieht ja auch, der Riss lang ging, aber da Sarah ja sowieso noch mal drüber putzt. Ist das egal. Ist das nicht ganz so tragisch. Aber hier sieht es schon richtig super aus. Genau, und dann kann man eventuell nachher oder morgen, werde ich das machen, hier bündig abschneiden und hier meine Löcher noch zu den Kabelkanälen bohren. Ja, Sarah wird hier heute verfugen. Genau, also nur die Wand. Genau, haben wir euch ja gestern schon gezeigt. Weil hier kann ich ja noch nicht weitermachen, aber dann ist das auch schon mal wieder weg. Ich sehe gerade einen Baum und damit Sarah weitermachen kann, habe ich da schon das Motorrad weggestellt. Ich war nach schon einer Woche mit dem Schläger unterwegs hier. Also unwahrscheinlich, wie viele Mücken hier sind. Und gestern habe ich euch ja schon gezeigt, wo ich an der Folie dran war. Aber da war er vorher schon dran. Wie viele Mücken rauskamen. Ich denke mal, dass die heute Nacht sich wieder wundersam vermehrt haben. Ich vermute, da sind verdammt viele Mücken hinter. Und jetzt wollte ich euch noch mal zeigen, hier mit dem Tennisschläger. Heute kann Sarah mich ja filmen. Oh ja, da geht's schon los. Da alle. Hier ist wirklich alles voll mit den Tüchern. Ich muss Abstand halten. Bei mich suchen. Also, damit müsst ihr rechnen, wenn ihr nach Paraguay auswandert und baut. Und keine Türen und Fenster drin habt. Dann gehen wir einmal über die Wand. Wie hast du gestern gesagt, dein Maschinengewehr? Das ist so ein Maschinengewehr hier. Und wie gesagt, ich habe hier gestern schon gut aufgeräumt. Ich habe vorhin schon ein paar erledigt. Er hat mir schon das Badezimmer freigekämpft. Jo, im Badezimmer waren auch schon echt viele. Und vor allem, die Planung ist ja eh weg. Ja. Man sieht die leider nicht jetzt so mit der Kamera. Aber hier fliegt alles. Ja, die sind halt sehr klein, aber hier ist fast alles schwarz hier. Hier. Man muss Kiesbergen halt die große Gefahr von Dengue. Ich meine, wenn die jetzt hier aufwachsen, quasi im Haus, glaube ich jetzt nicht daran, aber. Ja, man weiß ja nie, ne? Ja. Weiß nicht, ob man sie sieht, aber. Da sitzen sie zu 100. Sind das auf dem Boden auch alles Moskitos? Ja, ich denke mal, das sind die, die ich hier erledigt habe. Dann können wir euch das gleich einmal zeigen. Ja, das wird hier auch noch ein bisschen dauern, weil da kommt ja noch mehr. Also es hört nicht auf, aber ich höre jetzt mal auf zu filmen. Wir zeigen euch, ich muss hier einmal raus. Also ich war schon zwischendurch für kleine Mädchen Kaffee wegbringen. Martin, also das hört einfach nicht auf hier. Martin ist immer noch zugange. Wie kommen trotzdem alle zu mir? Also, wir haben uns jetzt diesmal für einen anderen Kuchenabend entschieden, meine Güte. Schokolade. Passt besser zu den Fliesen. Dunkel ist pflegeleichter. Habe ich jetzt angerührt. Jetzt haben wir den Limo nach Enz getroffen, der uns einen Tipp gegeben hat. Ich meine, das ist jetzt die falsche Spritze. Es gibt halt so eine Spritze, da kann man das dann auch reinpacken und in die Fugenspritze. Wir machen das jetzt hier mit dieser Silikonspritze. Versuchen das jetzt einmal. Halt abgeschnittene Silikontube rein. Ich hoffe, das klappt. Ich mache jetzt erstmal nur ein bisschen Fugenmasse, weil sonst ist die mir nämlich zu teuer zum Ballern. Schade. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich auch. Ich muss leider oben anfangen. Und dann gucken wir mal. Das sieht ja erstmal ganz gut aus. Weil man soll damit nicht so viel verschwenden. Man sieht, es geht richtig in die Fuge rein. Da müsste man eigentlich sehen.
Aber durch. Machen wir nochmal hier unten. Ja, dadurch hast du dann noch nicht die ganzen Fliesen so eingesaut. Okay. Ah, jetzt ist schon leer. Okay. Seine Munition schon verschossen. Aber es scheint ja zu klappen, also kannst du mehr reintun. Ja, ich bin schon ein bisschen heute. Ist jetzt noch ausbaufähig, aber es funktioniert auf jeden Fall. Deswegen machen wir damit mal weiter. Ja, leider hat das alles hier hinter den Kolben gedrückt. Ja. Die Spritze ist eigentlich dafür, dass man, die hat da so eine Dichtung speziell, die wir für die Silikontuben immer ausgebaut haben. Vielleicht sehen wir die jetzt gleich hier. Die hat eigentlich so eine Dichtung, aber die schließt wohl nicht perfekt ab. Vielleicht müssen wir dann doch mal diese andere Spritze kaufen, die uns da empfohlen wurde. Aber prinzipiell funktioniert das Ganze, wenn jetzt hier die Silikonspritze oder was auch immer, ja, wenn die jetzt ein bisschen besser abdichten würde und das nicht hinter den Kolben drücken würde, würde es klappen. Würde. hätte klappen können. Ja, sah auf jeden Fall im ersten Moment gut aus. Ja, zwangsläufig ist Sarah jetzt wieder auf die herkömmliche Version umgestiegen und macht das Ganze hier mit ihrem Spachtel. Ja, aufgrund der Temperaturen trocknet das Ganze natürlich super schnell an. Da muss Sarah gegen die Zeit kämpfen. Naja, und was natürlich hier bei diesen Fliesen hier unbedingt zu beachten ist, man verbraucht definitiv mehr von der Fugenmasse, weil halt in diese Struktur, ja, da kriegt man die halt nicht raus, um die zu verwenden. Ne? Deswegen waren wir froh über die Methode vom Ronald. Genau, das wäre jetzt geil, wenn das geklappt hätte. So sieht jetzt bei mir der Zwischenstand aus. Ich habe die Seite jetzt auch noch verfugt. Hier, ich muss halt auch gleich nochmal drüber. Aber ich habe mir in der Zwischenzeit auch schon mal andere Arbeit gesucht. Ich habe nämlich die Wand schon bis auf die Höhe ungefähr abgeschliffen. Der Rest kommt jetzt gleich. Und immer wieder während der Trocknungsphasen quasi mache ich dann halt hier was anderes. So, Martin hat sich jetzt mittlerweile in der Zwischenzeit an die Wasserleitung begeben. Ja, da fehlt der Thomas jetzt. Ja. Weil der hat immer schön das Gerät gehalten. Ich glaube, der Thomas schläft aber noch. Könnte sein. Kann sein, dass er noch schläft. Er war heute Nacht unterwegs. Ich hab eigentlich nur das. Jo, so weit, so gut. Wir machen weiter. Bis später. So, die Wand ist fertig abgeschliffen. Wenn ihr jetzt mal guckt hier, den ganzen Sand, den habe ich jetzt hier von der Wand abgeschliffen. Also das wäre alles sonst im Putz drin gewesen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Feinputz mit sehr, sehr feinem Sand, der ist aber zu grob, in Strukturputz umzuwandeln, wenn man das mal selber machen möchte. Aber wollen wir nicht, denn ich wollte ja den Feinputz. Ja. Ich bin nicht die Frau der vielen Worte, deswegen kann ich euch leider immer nur so kurze Statements geben. Martin kann da besser sprechen. Aber jetzt nicht, ne? Nee, jetzt was soll ich jetzt sagen? Ich muss das jetzt abschneiden und hier zusammen schweißen. Ich weiß nicht, wir haben es glaube ich schon mal gesagt, aber wir können es gleich auch nochmal zeigen. Also die schneide ich hier wie immer mit Kunststoff hier gerne mit der Steinscheibe. Können wir ja auch mal zeigen, wenn ich gerade dabei bin. Die schneidet dann ein bisschen sauber. Dann entgrate ich das grob. Halt wichtig finde ich ist eher innen, weil außen schmilzt es eh gleich weg. Ich zeichne mir dann hier immer noch 1,5 cm ungefähr von der Ecke bis dahin an. Jetzt, da das jetzt nicht ganz gerade ist, ist auch nicht so schlimm. Der wird da eh reingepresst. Ja, hier brauche ich jetzt einen 90-Grad-Bogen. Das andere wird dann oben rein. Dann geht halt der Wasserhahn zu dem Pfosten da vom Schattendach soll das Ganze werden. Wasserhahn? Kommt da auch noch einer hin? Ja, da möchte ich einen Wasserhahn hin haben. Okay. Und einer kommt dann wieder auch an den Turm, dass jedes Haus halt im Endeffekt mit einem relativ kurzen Schlauch alle überall Ecken dann hier abdecken kann. Ich meine, ja. So groß ist das einzelne Grundstück jetzt nicht. Aber genau. Und wenn man dann hier von dem Haus mal das Wasser ablassen möchte, kann man das dann da ins Registro reinlassen. Und wie läuft bei dann uns automatisch auch wieder in die Zisterne. Bei dem anderen können wir es ja halt direkt in den Revisionsschacht von der Zisterne machen. Aber oder ins Registro. Sinn,
Das Ganze habe ich jetzt hier auf 260 Grad erhitzt. Das steht irgendwo auf den Ofen drauf, wie viel Grad die haben wollen. Für 0,5 Zoll den Einsatz reingemacht. Jetzt lasse ich das hier bis an diese 1,5 cm Marke schmilzen. Ungefähr 8 Sekunden. Jetzt habe ich natürlich nicht mitgezählt hier wegen der Kamera, aber ja, dann vorsichtig, ohne sich zu verbrennen. Und das Ganze einfach nur ineinander schieben. Und gucken, dass es grob winklig ist. Also mittlerweile ist die Erfahrung, dass beim Verlegen, das ist halt sehr flexibel dann noch das Rohr, dann kann man es immer noch ein bisschen gerade biegen, dass es schön im 90-Grad-Winkel verlegt werden kann. Ja, das war es schon. Also hier so zusammengeschmolzen ist das Ganze jetzt. Ich weiß nicht, haben wir bestimmt auch schon mal gezeigt. Ohne die ganzen Sachen zu erhitzen, kann ich die nicht ineinander schieben. Ja? Weil das Ziel also, zu breit ist. Der ist zu groß, der ist zu eng, wie auch immer. Die kann man nicht ineinander schieben, also nur im geschmolzenen Zustand. Dementsprechend ist das auch echt dicht. Genau, also ich war erst überhaupt nicht überzeugt von dieser Art der Wasserleitungverlegung. Da sie aber hier sowieso dem am nächsten kommt, weil sie sich unter Wasserleitung verlegen verstehen, haben wir uns damals dafür entschieden. Und mittlerweile muss ich sagen, finde ich das System gut. Ja, also auch mit dem Gerät muss man aufpassen, weil das Ding ist hier wirklich komplett vorne, 260 Grad. Heißt, da darf man nicht anfassen. Wie beim Bügeleisen. Aber wie gesagt, das System ist super. Also wo wir das Haus dann unter Wasser gesetzt haben, es war wirklich überall dicht. Jo, lange Rede, kurzer Sinn. Ich mach weiter. Ich auch. Ich habe jetzt heute noch hier freigemacht. Die beiden Kabelkanäle und ja, hier habe ich einfach nur dieses Rohrchen abgeschnitten, einfach mit dem Cuttermesser. Die Kabelkanäle habe ich mit meinem Stufenbohrer freigemacht, habe ich ein bisschen als Fräse missbraucht, ne? Habe ich auch nicht gefilmt. Ist nicht vorbildlich. Hier hat Sarah jetzt verfugt und abgewaschen. Sieht ganz gut aus, ich habe vorhin schon zu ihr gesagt, also das gefällt mir echt gut, da würde ich gerne einziehen. Da ist sie auch schon mit ihrer Kriegsbemalung. Hat mit vollem Körpereinsatz gefugt. Ja. Genau. Kriegsbemalung. Hier in denen habe ich auch schon mal so ein bisschen die Dinger abgeschnitten. Aber nichts Besonderes. Ja, wir haben jetzt Feierabend. Ja, es ist leider sind zu warm zum Verputzen. Da reißt mir der Putz wieder. Genau. Das wäre jetzt hier noch so ein Projekt für Sarah. Hier will sie noch verputzen. Und genau, das macht sie dann wahrscheinlich morgen früh oder so. Wenn wir es schaffen, müssen wir morgen auch noch die Fenster abholen, wenn die fertig sind. Ja, auf jeden Fall, wir sind heute Nachmittag auch eingeladen zum Essen und dementsprechend machen wir heute mal wieder Feierabend. Bis morgen!